Hallo Kinder, heute möchte ich euch etwas erzählen über die Jahre nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, was das für die Kinder damals bedeutete. Während nach dem Ersten Weltkrieg Villingen aufgebaut wurde, wie ich euch schon mal erzählt habe, durch Flüchtlinge aus Frankreich und aus Schlesien, waren es nach dem Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen Familien aus den Ostgebieten Deutschlands, die als Flüchtlinge nach Villingen kam, aus Ostpreußen, aus Pommern, aus Böhmen. Das sind heute Länder, die heißen Russland und Polen und Tschechien und die Slowakei. 1945 war ein Jahr lang im letzten Kriegsjahr und auch kurz nach dem Krieg ein Jahr, ohne dass die Kinder zur Schule gehen konnten. Die Städte waren zerstört. Die Lehrer waren als Soldaten eingezogen worden. Viele kamen nicht zurück, weil sie im Krieg gestorben sind. Manche waren in Kriegsgefangenschaft, wie unser Schulleiter Adolf Bernsmann, der 1946 aber zurückkehrte, gesund aus Kriegsgefangenschaft. Viele Häuser in Villingen waren zerstört und nicht nur bei uns, sondern in ganz Deutschland. Und man konnte nicht in Geschäften Sachen kaufen, wie wir das heute kennt. Es gab beim Bäcker oder beim Fleischer einfach zu wenig Dinge, die die Menschen kaufen konnten. Die Kinder kamen also in dieser Zeit meistens ohne Frühstück zur Schule und oftmals gab es auch zum Abendessen kaum etwas, sodass sie sehr froh waren, dass es in der Schule, wie ihr auf diesem Bild hier seht, die Möglichkeit gab, wie bei uns in der Schulküche, sich anzustellen und dann eine Kelle warme Suppe zu bekommen. Das nannte man damals Schulspeisung. Und es hatte eine ganze Weile noch gedauert, bis 1947, 48, bis die Not nicht mehr ganz so groß war. Ihr seht hier zum Beispiel, dass die Menschen mit Geld Lebensmittel nicht kaufen konnten. Darum gab es solche Marken und auf diesen Marken, Lebensmittelkarten waren das, gab es so Abschnitte und man konnte was ausschneiden und konnte sich dann in den Geschäften das Wenige kaufen. Hier zum Beispiel steht, dass man ein klein bisschen Butter bekommt oder ein bisschen Fett oder hier unten sind Karten, womit man 125 Gramm Fleisch, das ist nicht so besonders viel, oder an anderer Stelle, dass man damit Brot bekam. Und diese Lebensmittelkarten, die waren so, dass der Arbeiter, der schwer arbeiten musste, dass er etwas mehr bekam und diejenigen, die leichter arbeiteten, bekamen etwas weniger Lebensmittelkarten und die Kinder bekamen noch weniger. Deshalb hungerten eben viele Kinder. Und die Kinder spielten zu der damaligen Zeit zwischen den zerstörten Häusern. Ich habe euch hier mal ein Bild gezeigt. Da zeige ich euch, ihr seht, die Steine mussten gesammelt werden aus zerstörten Häusern, um daraus wieder neue Häuser zu bauen. Und die Kinder spielen hier auf dem Hinterhof an einer Teppichstange und haben, wie ihr seht, keine Schuhe. Und wenn ihr mal die Beine anseht, dann seht ihr, wie dünn dieses Kind ist oder auch die anderen Kinder, weil sie einfach so wenig zu essen hatten. Und die Familien hier in Villingen, wo es viel zu wenig Wohnungen und Häuser gab und jetzt die Flüchtlinge untergebracht werden mussten, dort musste man überlegen, ja, wo kann man diese Menschen unterbringen? Und dann baute man notdürftig, das seht ihr hier, vor vielen, vielen Jahren, vor ungefähr 70 Jahren, 75 Jahren, baute man solche notdürftigen Blechhütten. Das sind sogenannte Nissenhütten. Und dieses Bild ist in der Nähe der Oswaldstraße aufgenommen worden. Heute sind dort Häuser aus Stein, aber diese Nissenhütten zogen sich
riesige Siedlung, die Oswaldstraße bis hin zum Franz-Lenze-Platz. Und für viele Jahre wohnten eben Familien in solch einem Blechkasten. Und das war natürlich nur eine Notunterkunft, als die Häuser aus Stein dann gebaut waren. Mitte der 50er Jahre konnte man dann nach und nach die Nüssenhütten wieder abbauen. Ihr seht, es waren harte Zeiten für die Kinder und die Kinder sind in diesen Zeiten sehr darauf angewiesen, dass sie andere Freunde fanden, mit denen sie zusammen spielten. Und diese Freundschaften aus dieser Zeit haben besonders lange gehalten. Das war's fürs heute. Tschüss, Kinder.